Und damit, Servus Freunde der Sonne, herzlich willkommen zurück hier bei The Room. Ja, letztes Mal haben wir uns an diesem tollen Safe hier vergnügt und jetzt ist es glaube ich an der Zeit, dass wir unseren gusseisernen Schlüssel da reinstecken und drehen und reinstecken und sieh da, die Klappen gehen auf. Sehr schön, gut. Erfolgsquote Nummer 1 in dieser Folge, mal schauen, wie viel noch kommen werden. Jetzt kann ich das nämlich auch rausziehen und wir finden noch einen äußerst absurden Schlüssel. Kleiner Kastenschlüssel. Wie viele Schlüssel es hier gibt, das ist der Wahnsinn, oder? Kann ich hier rein und raus? Nee, das kann ich nicht, okay. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass wir den jetzt da oben vielleicht reinstecken können. Ja, und da finden wir tatsächlich auch das Sternensymbol darin. Richtig gut, richtig gut. Oh. Und plötzlich Monsterschlüsselloch. Wie gut das ist. Also der Gary und der Melly, die haben da voll recht gehabt. Das Game ist voll geil. Ich finde es richtig gut. Es ist so ein richtig schöner Ausgleich zu all dem Hass und Wahnsinn, den man sonst so spielmäßig über sich ergehen lässt. Da ist das wirklich hier um einiges angenehmer. Das können wir dann wahrscheinlich reindrücken, das Innenleben. Oh, guckt euch mal. Nee, nee. Ich habe nichts gesagt. Guckt euch mal das Symbol da an, aber das mit den dem Sonnensymbol, das haben wir ja schon gelöst, das Zahlenrätsel. Und eine weitere Seite. 21. Juni. Merket ihr dieses Datum? Es ist das wichtigste Datum der Menschheitsgeschichte. Ich habe es vollbracht. Ein menschliches Subjekt war vonnöten. Der Katalysator war mein eigenes Dasein. Von meinen Studien ermüdet betrat ich die Kammer, ohne zuvor den Mechanismus auszuschalten. Als ich das Bewusstsein wieder erlangte, war es geschafft. Das Nullelement ist überwältigend. Es ist weder Energie noch Materie. Ich bin bei seiner Untersuchung schon weit gekommen, insbesondere bei seiner Brechung des Lichts. Heute Abend öffne ich den Wein. Okay. Insbesondere bei der Brechung des Lichts. Okay, das wird wahrscheinlich noch wichtig für uns werden, denke ich mal. Und das Datum höchstwahrscheinlich auch. Hallo. Wer bist du denn? Warte, wo du? Kann ich dich bewegen? Da liegt doch was dahinter, oder? Ja, da ist was dahinter. Guck mal. Gibt es den Guten noch in Weiß? Oh, da hat man noch einen Ring. Und der hat einen Schlüssel. Nee. Ach so, der hat einen Streitkolben, der hat eine Axt. Und der kann irgendwas drehen. Bevor ich irgendwas drehe, setze ich mir erstmal den Ring auf hier. Ein Messingring mit Markierung auf der Seite. Was? Wo können wir den denn aufsetzen? Kann ich das drehen? Nee, wahrscheinlich muss ich den das irgendwo aufsetzen, damit ich den drehen kann. Oh, da kann ich drehen, bis ich kotze, wa? Oder muss man da den Messingring aufsetzen? Ne, muss man nicht. Hä? Ich habe ja vielleicht gedacht, dass man das drücken kann. Nein, kann man nicht. Okay, ein Messing. Wo können wir denn einen Messingring? Ah, da. Einen Messingring benutzen. Ich wollte gerade sagen. Okay. Eins. Zwei. Also 1, 2, 3, 4. Okay, gut. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Oh Gott, nee. Was sagt der 21. Juni, ne? Kann es doch bestimmt. Er sitzt jetzt auf 1 oder sitzt er auf 2? 2. 4, 5, okay, gut, also 2 und 1. Und nichts passiert. Oh, was ist das da? Hallo? Bitte da nochmal hin. 23. 23. Passiert auch nichts. Wir so umgekehrt. Passiert auch nichts.
Okay, wir haben deinen Zahlencode. Dieser Strich hat wahrscheinlich auch was zu bedeuten. Und dann stelle ich mir die Frage, was soll man das hier sagen? Hatten wir irgendwann eine Information in den Briefen drin? Nee, eigentlich nicht. Informationen über Ritter hatten wir bis jetzt noch gar keine bekommen. Und deswegen sind wir auch die einzigen beiden, die eine Waffe in der Hand halten. Der hat gar keine Waffe. Also, der hat ein Schwert. Der hat gar keine Waffe. Wahrscheinlich müssen wir die Waffe für ihn finden, dass er irgendwie höchstwahrscheinlich weggeht. Dass wir an das Ding, was immer das da hinten ist, rankommen. Ich habe die Vermutung, dass wir höchstwahrscheinlich... höchstwahrscheinlich den Gegenstand da unten drin finden werden, dachte ich. Gut, nee, dann scheint es wohl doch nicht so zu sein. Was soll mir das denn sagen? Das habe ich ja noch nirgendwo gesehen. Und ein Teil davon ist auch irgendwie... andersfarbig. Okay, drehen wir es nochmal. So. Ne, also ich denke nicht, dass wir jetzt hier gerade momentan die Lösung finden werden. Wahrscheinlich geht es jetzt erstmal weiter. Da. Der 21. Juni. Merke, dies ist das wichtigste Datum. Ich guck mal ganz kurz nochmal in den Brief rein. Nee, das ist das. Wo war der andere Brief? Da war der andere Brief. 21. ist der 21.6. Der 21.6. Und hier, wir, was könnte das denn da bedeuten? Was bedeutet dieser Strich? Was bedeutet Le Strich? Oh, da oben ist auch noch was, oder? Sehe ich das falsch? Du, was haben wir da denn noch? Ach so. Alles klar. 5. 2. Hab ich mich vertan? Na gut, dann war es halt eben 2-5. Und wir haben einen neuen Monsterschlüssel. Ein großer, merkwürdig geformter Schlüssel. Da kann man wahrscheinlich wieder die Zähne treten. Ach, jetzt ja, genau. Ja, genau. Blark. Ja, gut, okay. Wo war jetzt nochmal das monströse Dauer, das monströse Schlüsselloch? Welch neuer Abschnitt sich wohl diesmal öffnen wird? Also, liegendes L und Verwirrung. Liegendes L und Verwirrung. Das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, oder? So. Was? Ach, wieso kriegen wir jetzt das? Habe ich aus Versehen irgendwas angeklickt? Ich wollte es eigentlich nicht, sorry. Ach so, ich muss natürlich andersrum denken, ja, 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 ja. So, okay. Wie jetzt? Wie geht das denn? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Eine kreisförmige Platte mit einem Sternsymbol. Sternsymbol habe ich doch vorhin irgendwo gesehen. Jetzt wird das Schlüsselloch noch größer. Nein, wird es nicht. Okay, ich habe gelogen. Stern, ich habe doch vorhin noch irgendwo ein Sternsymbol gesehen. Was ist das denn? Ach, das kann ich wahrscheinlich nicht drehen.
Und wartet mal, guck mal da. Das ist auch so eine. So ein quadratischer Auslass. Auslass. Da, genau da wollte ich hin. Da könnte so unter Umständen vielleicht reinpassen. Sehr gut. Siegel Nummer 2. Das zweite Siegel ist offen. Nur noch eins. Und das wird wahrscheinlich das Schwierigste werden. Ah ja, ah ja, ah ja. Okay, da haben wir schon mal ein Schlüsselloch, was ich nicht anklicken kann. Eine Platte. Strom. Ist da was mit Strom? Oh, das kann ich hochschieben. Ah ja, stimmt, das kann ich hochschieben. Ah, alles klar. Okay, wo sind meine Ritters? Die Ritters. Könnte das eventuell schon richtig sein? Entweder habe ich gerade in die richtige Richtung gedreht oder in die falsche. So. Okay. Okay. Bing? Was war das? Ach so. Boah, wie ich mich jedes Mal fertig macht. Gott, ey, was sind da denn für Apparaturen dran? Okay. Oh Gott, ja genau. Das ist wieder so typisch Myst, ne? Ganz viele Schalter, ganz viele Hebel, keine Ahnung, was die machen. Da fehlt auf alle Fälle noch ein Zahnrad. Dieser Mechanismus scheint sich nach oben zu bewegen, aber wodurch wird er angetrieben? Durch irgendetwas, was wir noch nicht haben. Hier fehlt nämlich noch ein Zahnrad und da fehlt wahrscheinlich auch noch ein Zahnrad. Deswegen wird ja auch noch nichts funktionieren. Oh gut. Non est ad astra mollis eteris 6. Genau. Kann ich das drehen? Nein. Guildford, England. Guildford, England. Aha, wie gut. Ja, und zwar ist das deswegen gut, weil das Entwicklerstudio nämlich in Guildford sitzt. Deswegen. Wahrscheinlich klappt das erst, wenn wir das Zahnrad drehen. Wenn wir die Apparatur da an der Seite da geschafft haben, dass sie sich in Bewegung setzt. Das fehlt, aber es ist schwer zu sagen, was. Ja, das dachte ich mir nicht. Das dachte ich mir schon, dass was fehlt. Okay. Der Erde oder. Nee, es wird wahrscheinlich der Mond sein. Kann ich das drehen? Hier scheint auch noch was zu fehlen. Ich vermisse jetzt gerade so ein bisschen den Hinweis, wie man die Symbole da oben ausrichten muss. Weil ich sehe jetzt hier auch gerade, also zumindest für das Viereck sehe ich gerade nirgendwo einen Hinweis. Nirgendwo einen Hinweis. Hier ist nur das Kästchen. Wie man das drehen müsste. Da oben noch irgendwas. Da ist nichts, da ist nichts. Okay. Achso, ich wollte mal weiter durch die Linse gucken. Ob ich vielleicht noch irgendwo was sehe. Nee, also zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Streitkolben, Axt, nichts und ein Schwert. Und ein Schwert.
Aber da habe ich auch keinen Hinweis gefunden, was der für eine Waffe haben könnte. Beziehungsweise, ich habe ja noch nicht mal eine Waffe. Hahaha. Und bei dem ist jetzt halt gerade das Problem. Da habe ich keinen Hinweis darauf, wie man das einstellen müsste. Und hier fehlen mir die Zahnräder. Dreh dich, nein. Ich kann kein Lateinisch. Oh, da, guck mal. Ja, ich meine, ich würde es gern drehen, das ist jetzt nicht so das Problem, aber... Wahrscheinlich muss ich da unten noch irgendwas reinstecken, dass das klappt. Hier unten noch vielleicht noch irgendwas? Nein. Das ist doch ein Pfeil, der zeigt doch nach oben. Kannst du mir nie erzählen. Nee, nee. Da kommt nichts raus. Drehen kann ich da auch nichts. Kann ich wahrscheinlich erst später drehen, wenn ich den gesuchten Gegenstand... Da kommt wahrscheinlich der Gegenstand rein, der jetzt momentan noch hinter dem Ritter liegt. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, hier kann ich momentan auch nichts machen. Okay, sehr schön. Und plötzlich größer geworden. Fuck it. Und da ist noch ein Ring. Ah, alles klar. Gut, der passt schon mal. Der muss nach rechts oben zeigen. Rechts oben. Ist das gut, Leute? Es ist so gut. Und Gary, was sagst du? Stelle ich mich momentan halbwegs human an oder... Das geht gar nicht, Alter. Hör am besten gleich auf. der nach links oben. Also persönlich muss ich sagen, bis jetzt stelle ich mich eigentlich gar nicht so damisch an. Wahrscheinlich könnte ich besser und schneller sein, aber... ich sag mal, die Momente, in denen ich wirklich straff hänge, habe ich glücklicherweise bis jetzt noch nicht gehabt, aber das kann ja noch werden. Ein Gummiband, super. Und ein Zahnrad, sehr schön, okay, gut. Alter, dieser Ritter da oben, der macht mich irgendwie fertig. Das Zahnrad kommt wahrscheinlich dahin. Oder, naja, warte mal. Okay, gut. Oh, una Schraubendreher. Kleine Schraubendreher. Sehr schön. Okay. Wie krieg ich denn... Kann ich die Zahnräder irgendwie entfernen? Kann ich nicht, weil... Ach so, hier finden wir dann wahrscheinlich irgendwelche Special Zahnräder oder sowas. Der wird wahrscheinlich hier benutzt werden. So, eins. Zwei. Hier ist ja gar keine Bohrung drin. Was ist das denn? Drei. Okay. Da gibt es irgendwie eine Lücke. Wie kann ich da jetzt... Ein seltsamer Klappschlüssel. Ich hab ihn. Seltsamer Klappschlüssel. What? Wofür need ich den denn jetzt? Für da oben oder was? Möglicherweise. Gucken wir uns das gute Stück mal kurz an. Was bitte? Ich weiß da gar nicht, wie es im Inneren diese Schlüssel auch aussieht. Kann ich da reingucken? Ich möchte bitte reingucken.
Okay. Ah, alles klar, ich verstehe. Kann ich das mal noch ein bisschen drehen, bitte? Kann ich das rein und raus stecken? Hallo, ich würde es gerne reinstecken. Das Ding ist, nach welchem Muster muss der jetzt erstellt werden? Das ist die Frage. Kann ich das... Kann ich den Stift da nicht rein und rausziehen? Ich hätte jetzt gedacht, dass man die dann arretieren kann. Täusche ich mich da jetzt gerade? Ich kann da nichts. Ach so, ich kann auch. Ja, okay. Hallo, nee. Nee. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so richtig ist, ob man diesen Pin da, ob man den dann reindrücken kann. Wenn man die erste Stufe richtig hat, also wenn man den ersten richtig sitzen hat. Augenscheinlich nicht. Aber was die für coole Schlüssel hier finden, das ist ja Wahnsinn. Das ist alles irgendwie sehr recht praktikabel, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, also okay. Ne, weiß ich momentan nicht so richtig. Wie der Schlüssel aufgebaut werden müsste. Wo kann ich den Gummiband gebrauchen? Ein Gummiband? Will sie mich verarschen? Und ich habe immer noch den Schraubendreher. Gibt es hier noch irgendwas zum Aufschrauben? Ist hier noch was drin? Moment, war das Fach da unten auch schon? Was ist das da? Stimmt, ich habe mich ja noch gar nicht so weit umgesehen. Da, genau. Wenn ihr nicht aufpasst, Leute. Wenn man nicht aufpasst. Eine Schublade mit einer merkwürdig gefundenen Aussparung. Kann das sein, dass der Part eigentlich schon wieder vorbei ist? Ich weiß nicht, ich hänge jetzt einfach mal noch 2 Minuten ran. Dann wird er halt länger. Was willst du machen? Ja, ist okay. Ich habe gesehen. So. So. Sehr schön. Und was, Freunde der Sonne, haben wir hier? Ein mittelgroßes Zahnrad. Sehr schön. Das heißt, wir können wahrscheinlich den nächsten Bereich in Bewegung setzen. Ist das cool, Leute? Es ist so gut. Es ist so gut. Oh, ist das geil. So. Scheint, als könnte ich das, falls nötig, wieder abnehmen. Oh, das ist gut. Das ist gut. Bam! Und dann wird das nächste Zahnrad. Ist das geil. Ein Kompass. Ein total verworrener Kompass. Okay. Dann denke ich, setzen wir auch jetzt noch... So. Oh. das kann ich nicht wieder abnehmen, ne? Nee. Also das kann ich da hinsetzen. Aber so, da ist der Abstand zu groß. Das kann ich aber da hinsetzen. Ja, da brauchen wir höchstwahrscheinlich ein größeres Zahnrad. Ja gut, Leute. Ich mache es an der Stelle erstmal Schluss. Nächstes Mal gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um.
Mal schauen, was wir noch so alles finden werden. Weil der Ritter da oben, der verwundert mich noch sehr stark. Ja gut. Leute, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir uns weiter hier mit dieser geilen Kiste beschäftigen. Geile Sache, geile Sache. Und ja, ich würde sagen, schönen Abend noch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!